Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren 100% Guide hier in GTA San Andreas. Wie ihr seht, wir machen heute die Frachtmissionen im Game. Dazu fahrt ihr am besten einfach die Schienen hier entlang, einfach auf der Map die Schienen entlang fahren und irgendwann seht ihr dann schon einen Zug vor euch auftauchen. Die fahren immer links, das heißt, wenn ihr auf der rechten Spur hier entlang fahrt, dann ja, begegnet euch irgendwann mal ein Zug. Dies vielleicht als kurzen Tipp, wie ihr am besten einen Zug erwischt, ja, wo auch sonst, ne, auf den Gleisen ist logisch. Und genau, was sind die Frachtmissionen? Die Frachtmissionen sind oder ist eine Mission, bei der man zwei komplette Runden um San Andreas drehen muss. Und wir können in einem Zug mit der R-Taste die Spezialmission aktivieren. Am besten ist, wenn ihr das wirklich in San Fierro macht, weil ihr damit... Boah, wir werden abgeknallt, okay. Ja, weil er damit direkt hier in San Fierro startet und zwei perfekte Wege gehabt. Einmal nach Los Santos, einmal nach Las Venturas. Wir fahren natürlich die Strecke nach Las Venturas und im Kreis. Genau, ich würde sagen, wir fackeln nicht lang, sondern drücken R. Damit kommen wir zur Frachtmission Nummer 1. Und liefere die Fracht innerhalb des Zeitlimits an die Bahnhöfe. Wenn du zu schnell fährst, entgleist du. Bremse rechtzeitig, sonst schießt du über den Bahnhof hinaus. Ja, das ist klar. Genau, oben rechts sehen wir jetzt unsere Zeit, die Distanz bis zum nächsten Bahnhof und unser Tempo. Es ist nämlich so, dass der Zug irgendwann entgleisen kann. Und das passiert bei 47 ja, km/h oder Meilen. Also das ist eine ganz komische Angabe hier. Aber ab 47 km/h fängt der Zug an zu wackeln und wenn wir dann noch schneller fahren und vor allem um eine Kurve herum, dann kann es durchaus passieren, dass der Zug mal schnell entgleist. Das können wir ja gern mal am Ende der Frachtmission probieren. Da zeige ich euch das mal, wie das aussieht. Auf jeden Fall ein ordentliches Chaos entsteht dann. Vor allem, wenn man das in einer Stadt macht, dann geht es ordentlich scharf. Können wir ja gern mal machen. Mein Ziel ist es aber jetzt natürlich erstmal die Frachtmission hier zu Ende zu bringen. Und ihr seht jetzt bei 47 fängt es auch schon an zu wackeln hier der Zug. Dann solltet ihr am besten schon mal vom Gas gehen. Und ich würde mal sagen so 45 bis 46 Einheiten oder Fahrgeschwindigkeit von 45, 46 ist perfekt. Genau. Ja, so ungefähr eine halbe Stunde sollten wir jetzt einplanen für die komplette Tour. Wie gesagt, wir müssen zweimal komplett GTA San Andreas umrunden auf dem Gleis und an den Bahnhöfen halten. Ja, und das sind quasi zwei Level. Also eine Umrundung ist ein Level und wir müssen die zweite abgeschlossen haben und dann haben wir die Frachtmission an sich abgeschlossen und ja, haben das, was für 100% notwendig ist, definitiv auch erreicht. Als kleinen Tipp, vielleicht ihr fahrt mit voller Geschwindigkeit und ab 380, also jetzt, bremst ihr am besten ab. So sollte es eigentlich kein Problem sein, wie ihr seht, das Ziel optimal zu erreichen. Eine einzige Besonderheit ist dann in Los Santos, das zeige ich euch aber dann, wenn wir da sind. Und ihr könnt, ja, im Radius von plus minus 9 Meter anhalten, Fracht ausgeliefert, okay. Von plus minus 9 Metern anhalten und dann geht das weiter. Genau, und das ist eigentlich auch schon das ganze Prozedere, was wir jetzt durchmachen müssen. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich habe mir für diesen Part überlegt, dass wir mal über Gott und die Welt reden. Und mir ist jetzt auch aufgefallen, ja, so kann man es gar nicht sagen, aber ich bin jetzt fast ein halbes Jahr auf YouTube, muss ich sagen. Also, großen Respekt an mich, dass ich das so lange ausgehalten habe. Nein, Spaß. Aber was habe ich in dem halben Jahr hier gelernt? Auf jeden Fall, dass mich sehr, 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 sehr viele Leute unterstützen und dafür möchte ich euch nochmal danken. Ich hatte ja zuletzt mein 100-Abo-Special, will ich es noch nicht mal sagen. Also, meine kleine Ankündigung. Finde ich aber auch vollkommen ausreichend so. Also ich
weiß jetzt nicht, wie andere YouTuber das handhaben, aber ich bin da irgendwie jetzt kein Fan davon, jetzt groß irgendwelche Verlosungen von irgendeinem 500-Euro Gaming-Stuhl zu machen oder sowas. Also ich finde Verlosungen jetzt in der Abo-Größe. Ach du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so schnell passiert, wenn man jetzt über Gott und die Welt redet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shit, schaffen wir das jetzt noch? Oh Gott, das war so dumm. Voll übers Ziel hinaus. Oh Gott, schaffen wir das noch? Also, auch noch als kleinen weiteren Tipp, wenn wir über 15 Sekunden sind, kriegen wir einen Zeitbonus, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon beenden sollten und nochmal von neu anfangen. Ja, bremse am besten jetzt nochmal. Ja. Fracht ausgeliefert, okay, wie viel haben wir jetzt? Wir starten auf jeden Fall schon mal noch. Oh, 3 Minuten. Ja, okay, das können wir schaffen. Also ich muss jetzt mal eher auf den Distanzzähler achten. Also es wird kein Part hier langweilig, wie ihr sagt. Nein, auf jeden Fall. Ja, ich bin dann auch kein großer Fan von irgendwelchen Verlosungen oder jetzt irgendwelchen Specials. Ich wüsste noch nicht mal, was ich bringen soll. Weil jetzt, klar hat man so als Special vielleicht irgendwelche Zusammenschnitte von lustigen Momenten, aber ich meine, das ist jetzt hier mein erstes Let's Play, also GTA San Andreas und Bully und den beiden Nebenprojekten. Weiß ich nicht, ob jetzt schon zu viel lustiges Zeug zusammenkommen würde. Deshalb hatte ich mir eben damals gedacht, ja komm, machst du ein Infovideo. Auch natürlich, um unter anderem mein GTA Top 5 ja, euch präsentieren zu können, meine Idee. Und es ist ja auch super angekommen. Also auch nochmal herzlichen Dank dafür. Das Projekt finde ich mega klasse. Ich hoffe ja genauso. So, als Community-Projekt finde ich das echt stark. Und wie gesagt, nochmal einmal herzlichen Dank an euch, weil es ist halt immer wieder schön, wenn man auch so ein Feedback bekommt, ne? Also es ist halt wirklich, ach, was soll ich sagen? Es ist halt wirklich mega cool, wenn einem Leute beim Zocken so zugucken und einen so als Menschen mögen, so wie man ist. Das gibt halt einen voll Elan, weiterzuziehen, durchzuziehen vor allem. Weil ich habe es halt leider schon öfters mitbekommen bei Kollegen, die so im Zeitraum mit mir angefangen haben, die halt nach 10, 12, 15 Videos aufgehört haben, leider wieder. Und ja, mein Ziel ist es eigentlich so, immer die Leute mit zu pushen, also irgendwie dann hier ein Kommi zu schreiben, boah, was machst du so und wann kommt ein neues Video, irgendwie die Leute am Ball halten zu lassen, weil ich werde halt einfach so, ja, mit denen eine Community schaffen, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Es sind ja jetzt nicht so Zuschauer, die bei mir zuschauen, sondern ja auch andere Let's Player. Und ich finde, das größte Ziel von YouTube ist irgendwie, sich so zu unterstützen gegenseitig. Vor allem andere YouTuber zu unterstützen. Und das ist eben mein ganz großes Ziel. Und ich denke mal, deswegen mögen mich auch so viele Leute oder mögen meinen Charakter, so wie ich eben bin. Ja. Und das ist jetzt übrigens der Bahnhof, wo wir aufpassen sollten. Weil ihr kommt hier so, ja, knapp an die 30 Einheiten und ihr solltet ihr schon so bei 280 Meter langsam abbremsen. Aber wobei eigentlich das auch kein Problem ist. Genau. Ja. Sehr gut. Aber auf jeden Fall nochmal, um das Thema YouTube abzuschließen, herzlichen Dank an euch. Ich hoffe ja, meine Videos gefallen euch, aber ich denke mal schon, weil so viele positive Kommentare kommen, kann ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass ihr mich nicht hassen werdet. Den einen oder anderen Hater hatte sogar ich schon. Also ziemlich lustig sogar. Hätte ich gar nicht gedacht, so in der Größe, dass schon ein Hater so bei meinem Kanal vorbeikommt, aber ja,
Was ist das Beste? Einfach ignorieren. Oder sich einfach nur denken, beziehungsweise das positiv zu sehen, weil die haben ja anscheinend deinen Kanal irgendwie entdeckt. Also heißt es ja, deine Videos werden gefunden. Das ist doch, dann kann man sich sogar ein bisschen auch freuen, wenn man einen Hater hat in der Abo-Größe, wie ich sie eben habe, oder in der Zuschauergröße, wie man das auch immer nennen kann. Hat auch was Positives, sowas. Genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das nächste halbe Jahr noch bringt, vor allem bis zu meinem Einjährigen und dann gegen Ende des Jahres. Weil es wird da auch noch eine größere Veränderung geben, wo ich dann noch aktiver sein werde. Also noch aktiver heißt, noch Neuerungen mit reinbringen werde. Und zwar habe ich dann, ich sag mal so, im Juli, August eine neue Wohnung. Oder werde ich umziehen, besser gesagt, erstmal. Und an dann auch mit Facecam drehen, weil jetzt aktuell ist meine Situation halt so krass eigentlich, also ihr würdet gar nicht wissen wollen, wie ich zock. Aber ich stelle auf jeden Fall dann gern mal ein Bild rein, weil das ist echt lustig. Also nach meinem Umzug mache ich so einen Vorher-Nachher-Vergleich, wie ich zock, also wie ich aktuell zock und wie ich dann in der neuen Wohnung zocken werde oder Let's Playen werde, beziehungsweise meine Videos machen werde. Das ist schon, ja, gerade eine ziemlich abgespacede Situation, obwohl ich mich echt dran gewöhnt habe, jetzt so in letzter Zeit einfach. Und Level 1 haben wir abgeschlossen. Sehr schön, ging ja schneller als gedacht. Ich würde sagen, wir starten gleich die Mission 2, die halt auch sehr viel schwieriger sein soll, auch vom Zeitlimit her. Deswegen nicht lang schnacken hier, sofort weiterfahren. Ja, auf jeden Fall habe ich mich im Prinzip sehr jetzt an meinen jetzigen Stil, wie ich aufnehme, gewöhnt. Ich mache euch dann wirklich ein Video, wie ich jetzt aktuell aufnehme. Also ihr glaubt es nicht, aber ja. So geht's im Prinzip auch. Man braucht keine richtige Gamer-Location. Das reicht auch so, wie ich es habe für den Anfang. Ja, ich spoilere euch einfach nicht. Also es wird auf jeden Fall ein Video kommen, dann, wenn ich die neue Wohnung beziehe. Und im Sinne von Facecam habe ich mir das dann so überlegt, weil ich direkt dann ein eigenes Zimmer natürlich für mich machen werde oder haben werde. Das dann speziell fürs Spielen ausgelegt ist. Und ich dann hinter mir natürlich einen schönen Greenscreen haben kann. Und dann kann ich auch mit Facecam aufnehmen. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich finde, ja, das macht noch einen persönlicheren Eindruck irgendwie. So mit der Person, die man sich oder vor sich sitzen hat, in Anführungszeichen, im Video. Finde ich, abbremsen. Finde ich schon cool auf jeden Fall. Also man kann sich dann mehr unter der Person vorstellen, was es so für ein Typ ist, wie die Stimme vor allem zum Charakter passt. Also ich finde es ja immer krass, auch bei anderen Let's Playern, wo man so die Stimme hört und dann auf einmal schalten die Facecam dazu und man hätte überhaupt nicht gedacht, dass der Typ so aussieht, wie der redet, ne? Und ich weiß jetzt nicht, was ihr dann für ein Bild von mir habt, wenn ihr mich dann das erste Mal seht. Wenn ihr das erste Mal den Bashix hier im YouTube-Video seht. Gut, ihr werdet instant ausschalten. Nee, Spaß. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Und dann werden natürlich auch ein paar Horrorspiele kommen. Logisch, ne? Facecam, Horrorspiele, das muss einfach sein. Und darauf freue ich mich auch schon. Und ich habe natürlich noch geplant, entsprechende, ja, Livestreams schon zu machen. Ist so ein kleiner Plan, auch wenn die natürlich jetzt nicht so regelmäßig kommen werden wie bei anderen wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass ich da jede Woche irgendwie einen Livestream machen kann. Wenn, dann will ich das irgendwie nur zu einem bestimmten Thema machen. Also so, wenn wir ein Game durchzocken jetzt meinetwegen, so als Special oder irgendwie, also so wöchentlich. Ich glaube nicht wirklich, dass ich das schaffe. Weil es ja schon eine ganz schöne Zeitspanne in Anspruch nimmt. Das ist ja jetzt nicht so wie bei einem Let's Play. Gut, ich mache jetzt mal 1, 2, 3, 4 Parts maximal. Und dann, ja, höre ich mal auf. Sondern das ist ja dann schon 3, 4, 5 Stunden am Stück. Und
Ja, Hut ab an die Leute, die immer so viel Zeit haben, aber bei mir ist es halt irgendwie nicht so. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich schon ganz cool mit den Formaten, die ich mache und auch mit Let's Plays und mit den anderen Formaten, weil ich mir so die Zeit auf jeden Fall viel, viel besser einteilen kann. Weil, was natürlich in der neuen Wohnung dann noch vorhanden ist, ist ein weitaus schnelleres Internet. Also so wie ich aktuell spiele oder Videos hochlade, das geht am Anfang des Monats ganz gut. Weil ich habe noch so einen Vertrag. Gut, ich war damals auch ein bisschen zu blöd, als ich die Wohnung hier übernommen habe oder geholt habe. Da habe ich noch nicht so wirklich drauf geachtet. Und vor allem hatte ich da auch noch, also zwar schon einen PC, aber wirklich fast gar nicht mal gezockt. Deswegen habe ich da aufs Internet gar nicht so geachtet. Einfach nur, Hauptsache ich habe WLAN fürs Handy oder so. Oder für einen Laptop, aber ansonsten war es mir eigentlich egal. Aber bei mir ist es einfach so gestört. Ich habe eine 20.000er Leitung. Das mag erstmal gehen. Aber ich habe so eine Internetgrenzung. Also wie bei einem Smartphone einfach, wo man ein gewisses Datenvolumen hat. So, bei mir sind es glaube ich 10 GB oder sowas. Und danach wird das Internet gedrosselt. Und das habe ich einfach nur als normales Internet hier zu Hause bei mir. Also echt gestört eigentlich, wie sich sowas noch verkaufen kann. Aber gut, ich wohne halt in einer kleinen Stadt, ne? Hier sind halt hauptsächlich Rentner und die sagen sich, ja gut, ich habe halt mein Internet und das geht und Feierabend. Aber für mich jetzt so als YouTuber ist es natürlich mega beschissen, weil ich habe einen Vertrag, wo ich bis 100 GB Gesamtvolumen, also Download und Upload, zusammen 2 Mbits Upload habe, was auch schon ziemlich beschissen ist. Aber es geht eigentlich noch. Und ja, und ab 100 GB, wenn ich dieses Ziel erreiche, habe ich dann nur noch ein Mbit Upload und ein Download von 10 Mbits. Und ab 150 GB Gesamtvolumen habe ich nur noch 6 Mbit Download und 0,5 Mbit Upload. Also komplett gestört, wie man auf sowas kommt. Alter, jetzt bin ich. Nee. Ach, Leute. Jetzt seht ihr zumindest mal, wie so ein Zug crashen kann. Ja, geilo. Schön liegt da jetzt noch der Zug. Oh nein. Ja, jetzt war ich komplett im Redefluss, ne? Wie es halt so ist. Männer sind halt nicht multitaskingfähig, so ist es. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns wieder am San Fierro Bahnhof, beziehungsweise wenn ich hier die Hälfte der Strecke absolviert habe. Bis gleich. So, Leute. Also ich finde ja persönlich, es sollte irgendwie eine Warnmeldung kommen, wenn man fast entgleist. Ich habe mir immer den roten Punkt unten längs auf der Karte markiert. Also ihr seht, wir sind gleich am Unfallschwerpunkt. Vielleicht steht ja unser Zug immer noch. Ich habe mir jetzt einfach nochmal einen neuen gesucht und die Mission von vorn gestartet. Und steht hier noch was? Ah, ein blöder Baum. Aber nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da war nichts mehr. Ja, wir sind auch fast schon wieder in Los Santos. Ja, das Thema Internet, wo wir waren. Es ist so, dass ich dann in der neuen Wohnung auf jeden Fall 100K Internet habe und 40 Mbits Upload. Also das wird unfassbar geil werden. Freue ich mich übelst drauf. Ja, was ich damit mache, das habe ich euch ja schon alles erzählt. Brauche ich ja jetzt nicht nochmal anzufangen. Also, ich freue mich echt mega drauf. Und mich würde auch mal gerne interessieren, ob ihr irgendwie schwaches Internet bei euch habt, wie stark euer Internet ist. Gut, in den Großstädten ist wahrscheinlich so ab 100K aufwärts erst wirklich redenswert, aber jetzt hier bei uns so in der Kleinstadt, da ist 100K, da fühlst du dich schon wieder King, ne, wenn sowas möglich ist. Ist einfach so. Und ich freue mich auf jeden Fall sowas von auf die Upload-Zeit, die ich dann haben werde. Also wirklich, wenn mein Datenvolumen aufgebraucht ist, brauche ich ungefähr, na, ich würde mal sagen, so gute 4, 5 Stunden für einen Part zum Upload. Also könnt ihr ja euch vorstellen, dass der Computer fast ununterbrochen hier läuft, um hochzuladen. Und wenn ich das dann habe ich ja, keine Ahnung, innerhalb von
Ja, vor einer Viertelstunde oder sowas den Part dann hochgeladen. Das ist ja übelst krass. Also es wird auf jeden Fall geil. So, und jetzt werde ich langsam hungrig. Na, schön. Toll. Aber gut, wir haben es dann eh gleich geschafft. Weit ist es nicht mehr, aber die Zeit ist schon tatsächlich sehr, sehr eng gemacht. Noch 35 Sekunden bis ins Ziel. Ich hoffe jetzt, die letzte Strecke nach San Fierro wird nicht so krass. Ja, los, komm. Jawohl, sehr schön. Direkt auf den letzten Meter zum Halten gekommen. Wie viel Zeit haben wir jetzt zu... Ja, San Fierro in 2 Minuten 41. Okay, da müssen wir jetzt nochmal aufs Gras treten. Aber das sollten wir hinbekommen. Bin ich positiv gestimmt. Ja, also auf jeden Fall Upload und vor allem auch Download. Also wenn ich jetzt mir auch irgendwas auf dem Fernsehen oder jetzt auf YouTube irgendwas angucke, das ist ja nur am Ruckeln teilweise. Also in 1080p habe ich persönlich noch nie ein Video angeguckt, weil das würde bei mir nur laden. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch nicht verstehen, warum es 4K-Videos auf YouTube gibt, weil ich kann mir das eh nicht anschauen. Ja, so ist That's Life, Jungs. Das ist Leben in einer kleinen Stadt oder auf dem Dorf. So ist es eben. Aber wie gesagt, ich freue mich echt mega. Allein schon der Raum, wo ich dann drin zocken kann. Dann noch das Internet. Also ab da geht's wirklich voll ab. Das kann ich euch versprechen. Da geht's mega scharf. Und ich freue mich natürlich auch auf weitere Projekte dann. Auch wenn ich jetzt GTA San Andreas abgeschlossen habe, werde ich auf jeden Fall mal eine Umfrage starten, was ihr so haben wollt. Weil ich ja schon will, dass ihr dann den nächsten Part auch mögt. Gut, Geschmäcker sind verschieden. Irgendjemand wird es immer geben, der das nicht mag. Oder den Teil, den ich halt dann gerade mache. Aber deswegen will ich auf jeden Fall eine Umfrage starten, damit es auch fair ist, euch gegenüber. Damit ihr eine Chance habt, eure Stimme abzugeben. Und da freue ich mich auf jeden Fall übelst krass drauf. Und es ist tatsächlich schon echt heftig, wie die Zeit vergangen ist und wie weit ich bereits in diesem Projekt hier bin. Aber ich kann bis jetzt sagen, es hat echt mega Spaß gemacht und GTA San Andreas ist und bleibt einfach mein Lieblingsspiel. Das vielleicht nochmal als Abschiedswort, bevor wir die Mission jetzt beenden. Man kann es nicht anders sagen. So, Frachtmission Level 2 hätten wir auch damit abgeschlossen und das reicht uns auch für 100%. Man kann jetzt ja natürlich noch 10 Runden fahren, aber das tue ich euch jetzt mal nicht an. Und mir auch nicht persönlich. So, starten wir mal oder beenden wir das Ganze direkt mit Distanz 0, würde ich sagen. Komm, damit es auch perfekt aussieht. Jawohl, Mission erfüllt und 50.000 haben wir dafür erhalten. Sehr schön, die Frachtmission wurde erfüllt, du kannst sie wiederholen, um dir noch mehr Geld dazu zu verdienen. Wie gesagt, das machen wir nicht. Für uns reicht das vollkommen aus. Ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen vom 100% Guide. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao, euer Beschix.